Willkommen zum nächsten GTA 5 UCP erstellen Tutorial. Ich habe einmal schon mal unseren Code geöffnet mit Wuzu Studio. Im letzten Part haben wir unter anderem die Authentifizierung fertig gemacht. Und heute wollen wir uns einmal damit beschäftigen, wie wir Werte aus anderen Tabellen laden können. Und zwar aus unserer Fahrzeugtabelle und dann auf einer Fahrzeugseite die Fahrzeuge von einem Spieler anzeigen können. Wenn ihr natürlich auch für die Zukunft keine weiteren Tutorials mehr verpassen wollt, lasst doch gerne jetzt schon mal ein Abo und ein Like da. Stand jetzt sind wir so verblieben, wir haben hier ein Dashboard, hier werden ein paar Account-Stats angezeigt, die könnt ihr natürlich noch erweitern und hier unter Dashboard wollen wir jetzt was weiteres hinzufügen und zwar Fahrzeuge und dann die Spielerfahrzeuge rausladen und hier anzeigen. Wenn wir einmal in unsere Tabelle gehen, Alt V, Fahrzeuge, dann wollen wir diese Werte hier rausladen, Vehicle Name, wir zeigen die Position an und beispielhafterweise wie viel Tank noch vorhanden ist. Ihr könnt da halt eure eigenen Felder noch mit hinzufügen und anzeigen lassen. Das zeige ich euch natürlich auch gleich direkt mal, wie das funktioniert. Das heißt, wir springen einmal zu unserem Code, das ist hier Wuzu Studio. Und gehen dann einmal in unsere Navbar. Hier haben wir ja oben das definiert mit dem Dashboard. Ich kann das euch mal kurz zeigen. Wir gehen nochmal zurück. Diese Navbar ist das mit Dashboard. Wenn wir jetzt hier was ändern, wir fügen ein weiteres LI-Element hinzu, sagen einfach mal hier Fahrzeuge und verweisen später auf Cars. Drücken hier mal F5, dann sehen wir hier oben kommen Fahrzeuge hinzu und dann können wir später diese Seite entwerfen mit Cars. Das gleiche natürlich auch für unsere Left-Navi. Das ist dann hier in der Sidebar.blade.php, hier gehen wir nach unten, kopieren uns auch hier wieder so ein LI-Element, nennen das Fahrzeuge, verweisen nach Cars und hier können wir ein anderes Icon einsetzen. Ich glaube, das hieß Car. Wenn nicht, müssen wir gleich mal bei Font Awesome gucken. Ne, Car ist perfekt. Jetzt haben wir nämlich dieses Font Awesome Car-Icon und können auch hierüber gleich nach Fahrzeuge navigieren. Hier fehlt aber noch ein E. Das heißt, wir sagen hier Fahrzeuge. So. Dann müssen wir natürlich für später noch eine Blade.php erstellen, wo wir dann unseren HTML-Code reinschreiben werden. Wir haben ja hier aktuell eine Dashboard.blade.php, die kopieren wir mal, fügen die nochmal ein und ich nenne die dann einfach mal cars.blade.php. Hier können wir dann das gleiche erstmal so lassen. Wir gehen später über einen Loop mit den Datensätzen, die wir von der Datenbank zurückbekommen, hier rein und geben dann halt die Inhalte von jedem Fahrzeug hier aus. Können wir schon mal ein bisschen umbenennen, nicht Dashboard, sondern Fahrzeuge. Und genau, den Rest werden wir dann später mal ändern. Wir gehen dann noch mal kurz in den Ordner Routes und dann web.php. Hier müssen wir dann eine neue Route definieren. Das heißt, wir definieren erstmal eine neue Get-Route. Route, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Get. Und nennen die slash Cars, so wie wir die auch eben im Code benannt haben. Verweisen hier einmal auf den Home-Controller, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Class, Komma und die Funktion, die wir aufrufen, heißt dann später GetCars. Und dann sagen wir einfach, der Name davon ist einfach auch GetCars. Name GetCars. Semikolon und Speichern. Hier fehlt noch eine Klammer. So, dann ist diese Klammer natürlich überflüssig und dann können wir mit dem Semikolon das Ganze beenden. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Browser oben Cars eingeben oder uns über HTML nach Cars weiterleiten, ruft nämlich diese Route hier GetCars auf im Home-Controller und das C schreiben wir hier noch groß. Und wenn wir jetzt mal zum Home-Controller gehen, können wir nämlich hier die Funktionalität dafür entwerfen. Wir haben ja hier schon unsere Post-Login-Funktion, die wir letztes Mal erstellt haben. Und wir schreiben jetzt hier ähnlich wie oben einfach Public Function GetCars. Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. So, und hier können wir nämlich dann unsere Datenbank-Operation reinschreiben. Wir wollen ja später ein Select machen. Dazu benutzen wir natürlich die Laravel-Funktion und kein Plain SQL, denn dieses bietet natürlich einige Sicherheitsfeatures noch direkt mit. Wir fangen an mit einem if of Doppelpunkt Doppelpunkt check, um zu prüfen, ob wir schon eingeloggt sind. Ist das der Fall? Dann passiert irgendwas, ist es nicht der Fall, also else, dann können wir entweder zurück navigieren zum Login oder so.
Wir können dann zum Beispiel sagen, ungültiger Login, wie hier oben, deswegen kopieren wir uns das einfach einmal und sagen einfach, anstatt hier mit Input brauchen wir hier nicht, with error kein Login, speichern wir das und dann werden wir nämlich, wenn wir nicht eingeloggt sind, auch hier drauf einfach zum Login zurückgesendet mit dieser Fehlermeldung. Gut, in dem Falle, dass wir eingeloggt sind, was passiert hier? Ich mache gerne erstmal eine Variable, die nenne ich count und dann count ich erstmal was. Mit Laravel können wir folgendermaßen auf die Datenbank zugreifen. Wir greifen jetzt direkt auf die Datenbank zu. Ihr könnt natürlich auch erstmal Modelle erstellen. Aber das werden wir in einem anderen Tutorial erstmal genauer uns anschauen. Erstmal werden wir direkt auf die Datenbank zugreifen. Das ist erstmal einfacher und das später dann in Modelle überführen. So, wir sagen hier mit db, Doppelpunkt, Doppelpunkt können wir auf die Datenbank zugreifen. Dann sagen wir table, damit können wir auf eine bestimmte Table zugreifen. Wir wollen auf die Table Fahrzeuge zugreifen. Auf diese Table hier Fahrzeuge und dort wollen wir dann erstmal nur unsere eigenen Fahrzeuge haben. Das heißt, wir packen eine Where-Bedingung hier rein und sagen, diese Where-Bedingung soll auf das Feld Owner gehen. Haben wir doch Owner genannt, oder? Genau, Owner. Und soll abfragen, ob Owner gleich unsere ID ist. Wir haben mal hier unsere ID von unserem Account gespeichert, 2. Und diese wollen wir jetzt einmal abfragen. Und das machen wir ganz einfach wieder mit unserem of. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel abfragen of Doppelpunkt Doppelpunkt User. Das ist ja alles, was wir aus der User-Tabelle geladen haben. Und zwar die ID. Finden wir was in der Fahrzeugetabelle Owner zu unserer ID? Wenn ja, dann können wir das ja counten. Und counten können wir dann einfach sagen, setzen wir einfach hier einen Count, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Das heißt, in dieser Variable hier bekommen wir dann angezeigt, wie viele Datensätze gefunden wurden mit dieser Bedingung hier, mit dieser SQL-Query. Das wäre bei uns jetzt 2 und wenn 0 drin wäre, dann wäre es halt 0. Wir müssen jetzt noch DB bei uns erstmal integrieren und das machen wir natürlich auch direkt mal. Dazu scrollen wir einfach einmal nach oben und müssen nicht viel mehr machen wie wieder ein weiteres Use hier oben hinzufügen. Hash brauchen wir nicht, können wir löschen. Wir sagen dann Use, Illuminate, dann Slash, Support, Facades und hier kommt dann DB einfach hin, speichern das Ganze mit STRG S und dann sehen wir schon, DB wurde erfolgreich integriert. So, was kommt als nächstes? Als nächstes mache ich dann gerne und frage, ob Count ja, kleiner gleich 0 ist. Das heißt, wir sagen hier, if Count kleiner gleich 0. Wenn Count kleiner gleich 0 ist, dann werden wir den Spieler einmal zum Dashboard weiterleiten und zwar mit return redirect Doppelpunkt Doppelpunkt to nach Dashboard mit einem Error Code with Error ja, keine Fahrzeuge gefunden oder wir sagen keine Fahrzeuge vorhanden. Dann müssen wir natürlich später noch in unserem Dashboard auch diesen Fehler behandeln. Und wenn wir was gefunden haben, dann erzeuge ich erstmal eine neue Variable, natürlich nach dem Count hier, Dollar, nehmen wir einfach mal Vehicles und sagen dann db Doppelpunkt Doppelpunkt Table. Wir greifen eigentlich auf das hier oben zu, bis nach Count, das können wir uns einmal kopieren und sagen dann, dass wir einfach diese Sachen haben wollen, alle aus der Datenbank und die, also die Datensätze, das machen wir mit einem get. Und schließen das Ganze. Das heißt, in dieser Variable steht jetzt, stehen unsere Datensätze drin und die wollen wir natürlich an unser View als Array zurückgeben. Das heißt, wir sagen return view cars, Komma, und zwar als Array mit Vehicles, also als Vehicle Array. Und zwar geben wir dann hier rein unser Vehicles. So, Semikolon, speichern und darauf können wir dann auch zugreifen. In unserer View gleich. Hier wäre eigentlich erstmal soweit alles richtig. Es gibt natürlich wieder 1000 Wege, das umzusetzen. Da findet ihr auch einiges in der Laravel-Dokumentation oder Wiki von denen. Aber das ist, denke ich mal, ein guter Anfang, um darauf aufzubauen. So, wir gehen einmal zurück zu unserer View, castblade.php. Hier können wir jetzt über unser Array, was wir bekommen,
wo dann die Datensätze drinstehen, einmal drüber loopen und dann unsere Daten ausgeben. Wie funktioniert das Ganze? Wir können hier einfach mit der Add-Notation, zum Beispiel über unsere Karte hier, wenn wir uns das einmal anschauen, wie das aktuell aussieht. Ich würde sagen, wir benutzen nämlich pro Fahrzeug eine Karte, wo aktuell Account-Stats drin steht. Und deswegen sagen wir einfach über unsere Div, wo die Karte definiert wird, sagen wir Add for Each. Und hier können wir dann nämlich zum Beispiel auf diese Vehicles-Variable zugreifen, die wir übergeben. Und sagen Vehicles as $data. Das heißt, das for each wird dann beendet nach der Div-Karte. Das heißt, hier unten. Und hier können wir dann in unserer for each Schleife auf Data zugreifen. Und Data enthält dann die Elemente von unserer Datenbank. Das heißt, wir sagen jetzt hier Fahrzeug Doppelpunkt. Da können wir mit den zwei geschweiften Klammern auf unser Data-Feld zugreifen. Und zwar mit $data. Und können dann einfach hier auf unsere Felder der Datenbank zugreifen. Zum Beispiel auf den Namen, auf Vehicle Name. Sagen wir hier Vehicle Name. Da können wir drauf zugreifen. Und hier können wir dann zum Beispiel sagen Tank. Das heißt, wir sagen dann hier nicht so, sondern hier um Liter hin. Das haben wir ja beschrieben mit $DataFuel. Da können wir auch zum Beispiel sagen die Position. Da sagen wir dann einfach $DataPosX haben wir es genannt, oder? Genau, PosX. Und dann können wir hier ein Komma setzen, können uns das ein paar Mal kopieren. Und hier noch ein paar Leerzeichen rein. Sagen dann zum Schluss PosA, PosZ, PosY. Löschen hier Fraktionen und Rang einmal raus. Speichern das Ganze mit STRG S. So, wir gehen jetzt einmal zurück zu unserem UCP, also im Browser, drücken einmal F5, klicken auf Fahrzeuge und wir sehen, unsere Fahrzeuge werden angezeigt. Fahrzeuge, Fahrzeug Sultan mit 45 Liter Tank, dieser Position hier und Fahrzeug Infernus mit Tank 86 Liter und dieser Position hier. Das deckt sich dann auch mit unserer Datenbank 45, 86 und auch die Namen passen. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel noch Bilder anzeigen lassen. Oder eure eigenen Sachen hinzufügen. Was passiert, wenn wir jetzt keine Fahrzeuge hätten? Dann dürften wir nur noch Dashboard weitergeleitet werden. Ich korrigiere mal die IDs hier auf eine andere ID. Ich sage jetzt hier einfach mal 2. Drücke dann mal hier F5. Und gehe nochmal auf Fahrzeuge. Ihr seht, wir werden weiterhin zum Dashboard weitergeleitet. Es wird aber noch kein Fehler angezeigt, weil wir den Fehler hier natürlich noch nicht behandeln. Das machen wir dann einmal direkt. Wir können uns das einmal abschauen bei unserer Loginblade.php. Wir haben ja hier irgendwo den Fehler, genau hier. Das können wir uns einfach kopieren einmal mit dem $message gleich session get error. Da ist dann das, was wir als Fehler mitgeben. Gehen zu unserer Dashboard und machen das einfach einmal über unserer Karte hier. Also einmal hier hin. Können das noch einrücken. Und speichern das Ganze einmal kurz. Dann drücken wir hier nochmal F5, gehen nach Fahrzeuge und wir sehen dann schon, beim Dashboard wird uns dann angezeigt, keine Fahrzeuge vorhanden. So, ich ändere mal wieder die ID hier um. Gehe nochmal auf Fahrzeuge und wir sehen wieder unsere Fahrzeuge. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen und ihr wisst, wie ihr dann Datensätze aus anderen Datenbanken als der User-Datenbank herausladen könnt. Wir haben zwar noch keine Models eingesetzt, das werden wir aber auch in Zukunft noch einmal genauer behandeln. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, schaut gerne bei mir auf dem Discord oder im Forum vorbei. Und ansonsten steht für euch auch wie immer alles unten in der Videobeschreibung als Download. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten bis zum nächsten Tutorial. Ciao, ciao.